herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute kommt wieder ein leckeres Ofengerichtsrezept von mir mit Frikadellen und komme auch gleich zu den Zutaten. Ich habe hier Frikadellen, die ich schon mal vorbereitet habe. Ihr könnt euch das Rezept von meinen türkischen Frikadellen angucken oder euer eigenes Rezept vorbereiten. Dann habe ich 1 Kilo Kartoffeln, so ungefähr 1 Kilo Tomaten, 5-6 Peperoni, 13 Knoblauch, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Blattpaprika. Ich werde die Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden und dann frittieren. Ich habe jetzt Öl in eine Pfanne hineingegeben und erhitzt und da werde ich dann die Kartoffeln frittieren. Kartoffeln werden nicht lange frittiert, weil die ja noch im Ofen noch gebacken werden, ist das schon so okay. Ich nehme die jetzt raus. Ich frittiere jetzt auch die Peperoni. Zu den Peperoni habe ich noch 2 rote Paprika hineingegeben. So, meine Vorbereitungen sind schon fertig. Ich habe die Kartoffeln, Peperoni frittiert. Und die Tomaten, die werde ich dann reiben jetzt. Zu den Tomaten gebe ich immer ein bisschen Paprikamark hinein. Bisschen Öl. Dann kommen die Gewürze rein. Salz, Pfeffer, Blattpaprika. Ihr könnt natürlich auch andere Gewürze hineingeben. Dann habe ich Knoblauch, den werde ich dann einfach klein schneiden und mit hineingeben und vermische das Ganze miteinander. Ich werde dann immer eine Frikadelle nehmen, eine Kartoffel, eine Peperoni, dann nochmal Kartoffel und Frikadelle so weitermachen und einfach hier schichten. Das dann noch mit Tomatenscheiben ein bisschen dekorieren. Jetzt gebe ich das bei 200 Grad so ungefähr 30 bis 40 Minuten in den Ofen. Die Kartoffeln sind ja schon gar, Peperoni auch, also müssen nur noch die Frikadellen und die brauchen auch nicht lange. Ich denke mal, dass 40 Minuten ausreichen werden. So, jetzt gebe ich das in den Ofen. Hoffentlich hat euch auch dieses Rezept gefallen. Ich liebe solche Gerichte. Ich könnte jeden Tag etwas Neues ausprobieren. Das sind alles erfundene Rezepte von mir. Euch wünsche ich viel Spaß beim Ausprobieren und sage tschüss, bis zum nächsten Video.